Helfer engagieren sich liebevoll für andere. Hallo und ein herzlich willkommen hier bei Frag den Kell. Heute wieder mit einem neuen Thema. Das Thema lautet heute Geld. Wir brauchen das Geld noch im Außen und innerhalb von Helfer. Wollen wir davon weg? Das irritiert vor allem neue, viele Helfers. Egal, wie auch immer, heute geht es um Geld und weil es irritiert und weil viele Fragen haben, inklusive auch, wie wir zum Beispiel mit Unternehmen innerhalb von Helfer verfahren können und ähnliches. Aus diesem Grund reden wir heute über Geld. Jetzt ist die Frage als allererstes, was ist Geld und wofür brauchen wir das? Unsere Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, dass wir, wenn wir irgendwas tun, dass wir das bewerten. Wir nennen das Geld. Diese Bewertung oder Geldwert, diese Bewertung bezahlen wir. Dementsprechend können wir verschiedene Gegenstände oder verschiedene Dienstleistungen mit diesem Geld tauschen. Das heißt, ich baue irgendwas und kriege dafür Geld. Was wir gesehen haben, ist, was Geld mit unserer Gesellschaft macht. Denn dieses Geld wurde nicht nur als reines Tauschobjekt benutzt, sondern es wird missbraucht. Es wird missbraucht, um verschiedene Sachen damit zu machen. So haben viele Leute oder relativ wenig insgesamt von der Gesamtbevölkerung haben sich ziemlich viel Reichtum angesammelt, während andere Leute verhungern und daran sterben. Wir haben in der Geschichte gesehen, von über 4000 Jahren, dass das mit dem Geld nicht funktioniert und dass es viel mehr Kriege wegen Geld gibt als wegen der Religion oder irgendwelche anderen Sachen. Das bedeutet, Geld ist eine Sache, die wir zwar abgemacht haben und die wir ständig gebrauchen und die wir immer benutzen, aber es dient nicht wirklich der Menschheit. Also gibt es bei Helfer die ersten zwei Regeln. Wobei die erste Regel lautet, wir schenken uns alles oder bieten es zum Selbstkostenpreis an. Die zweite Regel lautet, wir bauen Vertrauen auf. Durch das Vertrauen in Kombination mit der Schenkung können wir einen Sicherheitsaspekt mit reinbringen, den wir mit Geld nicht bekommen. Und damit können wir das Geld loswerden. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Kasus Knactus, die Welt draußen arbeitet immer noch mit Geld. Und da die Welt draußen erstens viel, viel mehr macht als das, was wir hier machen und sie hat Riesenvorteile, müssen und wollen wir auch, weil wir niemanden ausgrenzen wollen, auch mit denen zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass wir nicht ein Entweder-Oder haben, sondern ein Und. Das heißt, wir arbeiten mit Geld und auch ohne Geld. Innerhalb des Helfernetzwerks versuchen wir, ohne Geld zu arbeiten. Außerhalb des Netzwerks arbeiten wir ganz normal wieder mit Geld und tauschen und machen und tun, so wie wir es kennen. Jetzt gibt es einige Leute, die haben ein Problem damit, weil was passiert mit dieser Grauzone, wenn das der Helferkreis ist? Was passiert innerhalb dieser Grenze? Das ist eine Grauzone. In dieser Grauzone arbeiten wir mit Geld, obwohl wir bei Helfer sind, beziehungsweise arbeiten ohne Geld, obwohl es außerhalb von Helfer ist. Inwieweit können wir das machen? Was können wir da ganz genau tun? So, als allererstes, eines muss klar sein, ohne Geld können wir momentan in dieser Gesellschaft nicht arbeiten, weil die Gesellschaft draußen erwartet Geld. Und was wir machen müssen, ist, wir müssen das bezahlen. Punkt. Jetzt können wir verschiedene Schritte gehen, um langsam, Step by Step, von diesem Geld wegzukommen. Jetzt kommen ziemlich viele an und sagen, okay, wir werden ganz straight, ganz Geld abschaffen. Bei uns gibt es nichts. Es darf noch nicht mal Geld erwähnt werden. Das Problem ist dabei, dass wir ziemlich vielen Leuten auf die Füße treten und viele Leute es gar nicht verstehen. Also sagen wir, okay, lass uns das nicht so krass machen, sondern lass uns Step by Step machen. Wie wäre es, wenn wir am Anfang anfangen in unseren Köpfen, und da fängt es an, wie wäre es, wenn wir anfangen, von der Arbeit her gesehen, das Ganze abzukoppeln vom Geld. Das heißt, es ist ganz egal, wie viel ich arbeite, wenn ich Geld brauche, darf ich es anfragen. Warum? Ganz einfach. Wir sind Menschen, wir leben. Wir sind es wert, dass wir was zu essen kriegen. Wir sind es wert, dass wir irgendwas bekommen. Wir sind es wert. Weil wir Menschen sind, nicht weil wir gearbeitet haben, nicht weil wir irgendwo toll sind oder. Nein, wir sind Menschen. Und jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Wie hätte es ausgesehen, wenn Einstein niemals die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwas zu lernen, zu lesen und zu schreiben und seine Ideen weiterzugeben?
Wo wären wir hingekommen, wenn Penicillin nicht weitergegeben würde, ohne dass wir Patente angemeldet haben und Ähnliches? Das heißt, wir hätten es nicht geschafft, in irgendeiner Weise weiterzukommen. Diese Menschen haben vielen anderen geholfen, ohne dass sie sie ausgenutzt haben. Das heißt, ein Menschenleben ist per se erstmal unendlich viel wert. So, jetzt gibt es genug Leute, die nutzen das aus. Teilweise machen die das noch nicht mal extra. So, wir sagen, ja, wer bezahlt, der kann das System nicht ausnutzen. Dass das nicht stimmt, sehen wir an BlackRock und an Vanguard und wie die alle heißen. So, natürlich können die Leute, die Geld haben, auch das System ausnutzen. Das heißt, bei uns ist Vertrauen da und Kennenlernen. Das heißt, das Kennenlernen ist bei uns die Sicherheit. Das heißt, wir trennen ab jetzt Arbeit von Geld, weil beispielsweise eine Mutter, die 4 Kinder hat, keiner kann mir erzählen, dass sie nicht arbeitet. Natürlich arbeitet sie, aber sie verdient normalerweise kein Geld dafür. Aber verdammt nochmal, eine Frau mit 4 Kindern sollte sich's leisten können, auch mal, weiß ich nicht, schwimmen zu gehen und sollte nicht jeden Cent 3-mal umdrehen. Sie sollte sich natürlich das beste Essen leisten können, also biomäßig und Ähnliches, und sollte nicht knapsen, weil sie es nicht leisten kann, gesundes Essen zu kaufen. Und nein, die Süßigkeiten, die man kaufen kann, die sind zwar immer die billigsten und machen den Bauch voll, aber das ist nicht gut und nicht gesund. Das bedeutet, es ist kein Wunder, dass die armen Leute ja immer fetter werden, weil sie eben nicht anständig leben können. Und die andere Seite ist, dass die, die anständig leben können, sich es leisten können. Nein, wir separieren das. Wir sagen, wir tun was für die Gesellschaft. Und wenn wir Geld brauchen, fragen wir danach. Oder Geldwerte. Beispiel. Ich komme jetzt bei euch vorbei und ich habe Hunger. Hunger, dazu müsst ihr mir was zu essen geben. Jedes Essen hat einen sogenannten Geldwert. Das bedeutet, ich esse für, ich sage jetzt mal 20 Euro. Ich esse ja nicht wenig, nicht? So, 20 Euro. Jetzt könnt ihr sagen, du musst dafür arbeiten. Oder ihr könnt sagen, wir schenken es dir. Und genau das ist eine Schenkung. Eine Schenkung bedeutet, dass ich dir was gebe, weil ich dir vertraue. Ich vertraue dir, dass du es wert bist. Du musst es nicht abarbeiten. Du musst nicht irgendwas eintauschen. So, du bekommst es, weil du danach gefragt hast oder weil du es dir gewünscht hast. Was ist, wenn ich mir jetzt ein Auto wünsche? Jetzt ist die Frage nicht, ob ich es wert bin, das Auto zu bekommen oder nicht. Die Frage ist, ist die Gruppe in der Lage, mir das zu schenken oder nicht? So kann es zum Beispiel eine Gruppe geben, die 3 Autos hat, die brauchen sie nicht mehr, weil die irgendwie fast kaputt sind oder weil sie einfach zu viele haben oder weil sie sowieso rumstehen. Und dann sagen die, weißt du was, hier hast du mein Auto, bitte sehr viel Spaß noch, fahr vorsichtig. Das ist möglich. Aber es sollte nicht danach geguckt werden, wem gebe ich das? Okay, beim Auto vielleicht schon, ne? Wenn jemand keinen Führerschein hat, sollte er vielleicht doch nicht mit dem Auto davonfahren. Aber die Idee ist, natürlich geht es nicht darum, wer bist du? Ach, du bist der Kell, ich kenne dich, deswegen kriegst du. Ach, du bist die Olga? Nö, du kriegst nichts. Nein, jeder Mensch ist es wert, etwas zu bekommen. Das heißt, wir schenken es ihm. Durch diese Schenkung kommen wir in einen Wertezustand, wo wir sagen, der Mensch ist mehr wert als alles das, was wir sonst haben. Und das ist ein Menschenleben wert. Weil ein Menschenleben, was unanständig behandelt wird, und das sehen wir auch immer wieder, das wird sich irgendwann rächen. Nicht die Person wird sich rächen, sondern das rächt sich. Der kann genauso viel kaputt machen, wie er aufbauen kann. Wir sind nicht dafür, dass wir irgendwas kaputt machen. Wir sind dafür, dass wir was aufbauen. Und wir sind dafür, dass wir das Potenzial des Menschen versuchen, so gut wie möglich auszunutzen. Sodass jeder Mensch sich so entfalten kann, wie er mag und wie er es braucht. Das heißt, wenn wir die Menschen auf einmal nicht mehr auf Werte reduzieren, sondern wenn wir von innen heraus gucken, okay, was ist der Mensch wert, was können wir ihm geben, dann schenken wir. Und jetzt kommt eine Sache, die sagen, okay, wir haben das verstanden, Theorie, supergeil, du bist der Beste, das funktioniert nicht. Wie können wir zum Beispiel, ich bin selbstständig, und das kriege ich immer wieder zu hören, ich bin selbstständig, ich lebe davon, solange Helfer mir nicht eine Wohnung, Essen und alles andere bezahlen kann, beziehungsweise zur Verfügung stellen kann, kann ich nicht leben. Das heißt, die Theorie ist super. Was ist mit der Praxis? In der Praxis sieht das genauso aus. Etwas komplizierter, aber im Endeffekt genauso. Ich sagte ja, wir haben einen Kreis.
Und solange wir etwas hier drinne jemand anders nicht anbieten können, muss man es von außen holen und da müssen wir tauschen. Das bedeutet, die Person, die jetzt zum Beispiel Friseur, der Friseur sitzt da und sagt, du, wenn ich jetzt sage, für Helfer, freie Frisur, dann würden die Helfer jeden Tag kommen, ich müsste jeden Tag die Haare schneiden und ich hätte keine Zeit, Geld zu verdienen. Das heißt, ich bin relativ schnell aus meiner Bude raus, ich habe weder das eine noch das andere, wie soll ich weiterleben? Und dann sage ich, stimmt. Deswegen machen wir es auch etwas anders. Wie viel brauchst du zum Leben? Das kann man ausrechnen oder man kann auch einfach sagen, okay, wir gucken einfach auf das Konto, dass am Ende des Monats, dass da immer noch, was weiß ich, 100 Euro drauf sind, damit man noch ein bisschen leben kann und gut ist. Das bedeutet, alles andere sollte die Gruppe dafür sorgen, dass das bezahlt wird. Egal, ob sie einen Schnitt bekommen oder nicht, also einen Haarschnitt. Warum? Ganz einfach. Wir wollen einfach nicht, dass diese Person auf der Straße landet. Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob er jetzt Haare schneidet oder nicht. Oder andersrum, wie wäre es denn mit euch? Würdet ihr gerne wollen, dass wenn ihr oder nur weil ihr anderen Leuten helft oder weil ihr anderen Leuten irgendwas Gutes tut, dass ihr deswegen irgendwann die Rechnung dafür bekommt und euch alles weggenommen wird? Nein, das will keiner. Das heißt, die Gruppe muss zusammen entscheiden, was können wir machen, dass all unsere Leute in unserer Gruppe, dass es denen gut geht. Und dann wird man schnell auf eine Idee kommen. Ehrenfeder, wir vertrauen uns so sehr, dass man sich zu 100% verlassen kann, wenn sich das traut, bitte aber jetzt nicht blödsinnig traut, sondern tatsächlich mit der Gruppe abgesprochen. Wer den Sprung schafft, der wird eine Sache feststellen. Er will nie wieder zurück in das alte System. Das kann ich euch sagen. Ich kenne genug Leute, die das gemacht haben und die sagen, boah, ich bin so happy damit. Es gibt nichts Besseres. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ich gehe an den Beckenrand, aber ich springe nicht wirklich, aber ich versuche, ich gucke nach, ob das funktioniert. Die Leute haben es am schwersten, weil die in zwei Systemen gleichzeitig arbeiten müssen. Aber auch das ist möglich. Man kann natürlich sagen, okay, mein Unternehmen, ich biete 3 oder 4 Frisuren pro Monat kostenlos an beim Schneiden, alle anderen müssen bezahlen. Natürlich kann ich das machen. Wenn die Gruppe noch nicht gut zusammenhält, ist das vollkommen in Ordnung. Und es macht auch Sinn, dass das so gemacht wird, weil die Gruppe hält noch nicht zusammen. Das heißt, erst wenn ihr eine Gruppe habt, wo ihr euch zu 100% vertrauen könnt, wo ihr einen Absprung schafft, ihr kennt das mit dem Stage-Diving, man stellt sich dann oben auf die Stage, also auf die Bühne und springt und die Leute müssen einen oder fangen einen auf. Das ist ein geiles Gefühl, das ist ein Gefühl und das ist ein Beweis des Vertrauens. Ist aber blöd, wenn man springt und alle gehen zur Seite und man fällt auf den Boden. Das tut so weh, dass man das nie wieder in seinem Leben tun wird. Also, das heißt, wir müssen intelligent handeln und wir müssen als Gruppe handeln. Um das Ganze zu schaffen, braucht die Gruppe etwas, was sich Sozialverantwortung nennt. Und das haben wir abgetrainiert bekommen. Das heißt, was wir brauchen, ist wieder ein Miteinander und ein Zusammen. Weil jetzt wird irgendein Künstler sagen, ja, ich möchte, dass meine Kunst komplett von der Gruppe finanziert wird. Dabei kann die Gruppe es sich vielleicht nicht leisten oder kann sich leisten, nur eine Person voll zu finanzieren und der Rest nicht. Jetzt darf man nicht egoistisch sein, okay, und sagen, okay, Kunst ist das Erste, was wir machen, sondern vielleicht ist es jemand, der beim Acker arbeitet oder das macht oder das macht oder das macht. Das muss man gucken. Andererseits muss man zusammenarbeiten und gucken, dass man vielleicht nicht die teuerste Wohnung hat, sondern dass man sich eine Wohnung hat, die man sich teilt, leistet und so weiter. Step by step werden wir aber dazu übergehen, dass wir immer mehr miteinander teilen und immer mehr miteinander arbeiten und immer mehr in das Vertrauen gehen. Und je mehr wir in das Vertrauen gehen, desto weniger werden wir zahlen müssen. Das heißt, wenn wir Geld haben, auch von außen, nach außen ist es so, dass die Gruppe dafür versucht zu sorgen, dass es funktioniert. Die Unternehmen selber machen Folgendes. Ihr dürft sogar Unternehmen innerhalb von Helfer gründen. Wie geht das? Die Orgas sind dafür da, dass sie ein Helferkonstrukt um die juristische Person drumherum bauen. So könnt ihr da eine Stiftung reintun, einen Verein, eine Limited, eine Foundation, also nicht nur Deutsch, sondern egal was. Diese Sachen, die dann da drin sind, oder ein Unternehmen, die scheinen von innen her, von Helfersicht aus zu sehen, ist es eine Orga. Von außen hin ist es eine juristische Person. Die brauchen wir, damit Geld verdienen können. So, jetzt suchen wir uns ein paar Leute aus bei Helfer. Und das ist genau das Gute, denn der höchste Posten oder der größte Posten, Kostenposten innerhalb eines Unternehmens ist das Personal. Das heißt, diese Posten reduzieren wir,
weil wir Helfer haben, die kostenlos mitarbeiten. Und jetzt arbeiten sie für uns kostenlos, beziehungsweise um ganz konkret zu sein, sie arbeiten nicht für uns kostenlos, sondern wir sind alles Teilhaber oder Miteigentümer dieses Unternehmens. Das heißt, wenn wir nichts verdienen, kriegt keiner was. Wenn wir was verdienen, verdienen alle was. So, wie verdienen wir was? Innerhalb von Helfer dürfen wir ja entweder schenken oder zum Selbstkostenpreis. Das heißt, innerhalb von Helfer werden wir kein Geld damit machen. Außerhalb von Helfer können wir schon Geld damit machen. So können wir Sachen produzieren und die Sachen für teuer Geld verkaufen oder beziehungsweise marktüblichen Wert verkaufen. Innerhalb können wir es für kostenlos anbieten. Was passiert jetzt, wenn zu viele Helfer reingehen und das Unternehmen keinen Gewinn macht? Im Gegenteil, es macht Verluste. Jetzt muss die Gruppe oder die Gruppen müssen überlegen, brauchen wir diese Firma oder nicht? Brauchen wir sie nicht, werden wir nicht helfen. Brauchen wir die Produkte und die Sachen oder die Dienstleistungen, die das Unternehmen macht, werden wir es unterstützen, egal ob wir was gekauft haben oder nicht. Weil es wichtig ist, die Gruppe oder auch das Projekt damit weiterzubringen. Und dann wird Folgendes passieren. Wir werden immer mehr dazu übergehen, das Geld miteinander zusammenzutun in einen Pott. Und wir werden damit Sachen bezahlen, die wir brauchen. Und zwar nicht wir persönlich, sondern alle. Im Endeffekt ist das, wenn man es ganz genau nimmt, so ein bisschen die Idee einer Versicherung, wie sie mal war. Und nicht, wie sie ist, seitdem wir Hochhäuser in Frankfurt bauen und dann die Versicherungsnamen darüber kleben, weil das sind ja Gewinne. Wir machen keine Gewinne damit. Wir arbeiten miteinander und füreinander. Das bedeutet, wenn wir verstanden haben, wie das Ganze funktioniert und wenn wir verstanden haben, dass wenn wir das Geld alles zusammentun in einen Pott, dass wir daraus viel mehr generieren können oder viel mehr bekommen können als das, was wir als Einzelner selbst bezahlen, um eine bestimmte Leistung zu bekommen, dann haben wir verstanden, dass Zusammenarbeit viel mehr bringt, als wenn wir alleine arbeiten. Das haben die großen Unternehmen, die ganzen Konzerne schon lange herausgefunden. Deswegen arbeiten sie so, wie sie arbeiten. So gibt es zum Beispiel bei mehreren Großhändlern 25-Kilo-Pakete, die sind um die, weiß ich nicht, ich glaube ein Achtel, kosten die weniger als das, was ihr draußen bezahlt. Und dann spielt es auch keine Rolle, wenn meine Tüte kaputt ist oder so, weil das habt ihr schon lange eingekauft, wenn ihr mehrere dieser Pakete verbraucht habt. Das bedeutet, die Idee ist, fangt an, in Gemeinschaften zu denken. Weil wenn ihr alleine arbeitet, zahlt ihr drauf. Egal ob draußen oder bei Helfern. Das Prinzip ist genau das gleiche. Bei uns sind die Orgas und die Unternehmen nichts anderes als Gemeinschaftsverbünde, Verbände, die miteinander und zusammenarbeiten, nichts anderes. Und von außen holen wir unser Geld und von innen helfen wir den Menschen. Genauso wie wir es immer machen. Das macht ihr doch auch bei Freunden. Wenn ihr irgendwie Elektroniker seid oder hier Softwareentwickler oder ähnliches und kennt euch ein bisschen mit PCs aus, wie sieht es aus? Fragt jemand von außen oder eine Firma, kannst du mir den Computer machen, kostet das 100 Euro die Stunde? Machen wir es für einen Kumpel, setzen wir uns auch mal 2 Stunden hin und zwar für lau. Und das ist genau die Idee, die wir bei uns haben. Das heißt, wir sollen es hier nicht unternehmerisch tätig werden. Aber wer ein Unternehmen gründet innerhalb von Helfer, der kann damit Geld verdienen. Nicht von uns, sondern von anderen. Und das Geld passiert dann Folgendes. Nochmal, das ist der Kreis von Helfer. Was wir machen müssen ist, damit wir tauschen können, und wenn wir Helfer als eine Person sehen, in der Juristensprache würde man von einer juristischen Person sprechen, dann sind wir eine juristische Person, auch wenn wir 100.000 Leute sind. Sind wir nicht, aber vielleicht demnächst. So, und diese 100.000 Leute bringen das Geld von außen nach innen rein. Und damit wird Helfer reicher für außen gesehen. Wir von innen haben aber damit nichts mehr zu tun. Wer sich mit Geld nicht mehr auseinandersetzen will, braucht auch nicht mehr damit arbeiten. So, weil wir genug Leute haben, die innerhalb dieser Grenze, die hier oben ist, ne, oder hier im ganzen Ring, die da sein wollen, können gerne da weitermachen. Die in der Mitte sein wollen, die ohne Geld arbeiten wollen, können auch ohne Geld arbeiten. Aber insgesamt haben wir alle einen Vorteil von. Und wir bringen den Leuten bei, dass ohne Geld zu arbeiten vielleicht mehr Sinn macht. Weil die ganze Bürokratie und der ganze Scheiß, der dazu kommt, der entfällt bei uns. Und zwar komplett. Das heißt, wir haben einen Riesenvorteil. Nicht nur zeitmäßig, nicht nur lebensqualitätsmäßig, sondern auch in der Außenwelt, da wo es um Werte geht, um Leistung geht und um ein Gegeneinander. Zusammen werden wir es schaffen. Und das und mehr, das ist die Idee, die dahinter steckt. Ich habe jetzt bestimmt 1 Million verschiedener Themen noch nicht angesprochen. So,
Das ist jetzt eure Aufgabe, da zu fragen, wie das Ganze funktioniert und was wir machen. Aber eine Sache kann ich euch jetzt schon sagen, es gibt nicht die Lösung. Es gibt eine Million Lösungen und wir müssen alle Millionen ausprobieren und die besten davon umsetzen. Und wer Lust hat, wir laden gerne ein, eine Orga mitzumachen und diese Orga wird dann später hoffentlich dazu übergehen, dass sie irgendwann mit Geld auseinandersetzt und das Ganze so übernimmt, dass viele Leute auch ohne Geld arbeiten können. So, gut. Jetzt würde ich sagen, der Nächste, der die Hand hebt, darf einmal sprechen. Wie soll ich aus dem System aussteigen, wenn ich kein Geld bekomme? Bisher kostet vieles eben noch Geld. Also, wir wollen gar nicht aus dem System aussteigen. Erstmal nicht. Aus dem System aussteigen ist sowieso kaum möglich, weil der Staat versucht, so weit wie möglich die Kontrolle über alle Menschen zu behalten. Und das soll er auch erstmal. Weil wir haben ja auch ziemlich viele Vorteile davon, auch wenn man das erstmal nicht glaubt, aber wir haben einige Vorteile. Nicht alles ist ein Vorteil und ich weiß, dass verdammt viel oder fast alles schief läuft und trotzdem haben wir einige Vorteile. Nein, was wir versuchen ist, wir versuchen eine Kooperation zu machen. Wir versuchen kein Entweder-Oder hinzukriegen, sondern wir versuchen ein Miteinander und zusammen hinzukriegen. Das bedeutet, dass Step by Step wir versuchen immer mehr uns herauszuziehen. Je mehr Leute hier mitmachen, desto mehr können wir kostenlos anbieten. Je mehr wir kostenlos anbieten, desto weniger müsst ihr zahlen und desto mehr brauchen wir kein Geld. Aber aus dem System auszusteigen ist ganz schwierig. Das Problem ist, du dürftest theoretisch dann noch nicht mal die Landesgrenze überqueren, weil du dann quasi ein Geflohener oder Asylantrager oder sonst irgendwas bist. So, das heißt, wir müssen ganz genau gucken, was wir machen. Aber versuchen wir doch mal, bevor wir aus dem System aussteigen wollen, doch erstmal das System aus dem Kopf rauszuholen. Wir werden demnächst eine Inflation haben. Diese Inflation, das bedeutet, dass das Geld so viel weniger wird. Also andersrum, die reichen Leute vertrauen dem Geld nicht mehr. Deswegen geben die das Geld aus und kaufen sich Gegenstände. Diese Gegenstände, weil viele jetzt hingehen und Gegenstände kaufen, werden teurer. Dadurch wird das Geld wertloser. Das heißt, das, was ihr jetzt habt, ist demnächst in 1, 2, 3 Tagen weniger wert. Das heißt, ihr könnt euch damit weniger kaufen. Dadurch, dass ihr weniger kaufen könnt, versucht ihr das Geld loszuwerden, weil ihr nicht mehr glaubt, dass das irgendwas wert ist. Damit kaufen viel mehr Leute Sachen ein. Wir haben zu wenig Sachen, dadurch steigt der Wert. Das ist ein Teufelskreis. Das nennt sich Inflation. Ist die Inflation zu stark, passiert das, was kurz vor dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Ne? Ihr habt irgendwie einen halben Tag Zeit, ein Brötchen zu kaufen, weil es danach doppelt so viel kostet. So, das heißt, aus diesem System werden wir so oder so irgendwann rausfliegen. Was wir jetzt machen müssen, ist nicht aus dem System raus. Das ist viel Zeit und viel Energie und viel Arbeit. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen trainieren, auch ohne Geld klarzukommen. Das heißt, wir sollten erstmal versuchen, so viel wie möglich uns daran zu setzen und zu gucken, was gibt es an neue Wege, die wir gehen können? Wie können wir das Ganze machen? So kann ich euch zum Beispiel eine Sache sagen. Wir versuchen, eine Orga aufzubauen oder mehrere Orgas. Diese Orgas, die wir versuchen aufzubauen, da arbeitet kaum einer mit. Und warum? Weil die Leute sagen, wir haben keine Zeit. Ja gut, wenn ihr aber keine Zeit dafür investiert, dass wir die aufbauen, wie wollt ihr dann ein System haben, wo wir genau das die ganze Zeit machen? Das bedeutet, wir müssen Arbeit haben ein bisschen. Weil irgendwer muss die Arbeit erledigen, damit wir eine Alternative anbieten können. Auf gut Deutsch, wir müssen was investieren. Zeit, Energie und so weiter. Wenn wir daran arbeiten, dass die Leute was bekommen, dann können wir auch mehr da rausholen. Das machen aber viele Leute nicht. Jetzt gehen viele Leute auf die Idee und sagen, ich möchte nur aus dem System raus. Und dann sage ich, ja, bitte sehr, viel Spaß, dann geh aus dem System raus. Aber wenn du alleine draußen bist, musst du auch alleine um dich kümmern. Wie willst du das machen? Die Idee ist eine andere. Lass uns das nochmal neu überdenken. Lass uns doch das Ganze anders umdrehen. Also von der anderen Seite anpacken. Lass uns zuerst was aufbauen, so dass es uns einfacher fällt, aus dem System auszusteigen. Und da ist Kryptowährung nur als Beispiel keine Alternative, weil das genau wieder auf dasselbe basiert. Es geht wieder ums Tauschen und wieder um Werte. Lass uns doch ein System aufbauen, wo wir eben keine Werte haben, wo wir den Menschen als Menschen akzeptieren. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, einfach nur aus dem System raus. Ich kann es verstehen. Man will einfach, ich bin festgezurrt, ich will hier raus. Und dann ist egal, wohin. Das Problem ist, wenn ihr weiterlauft, könnt ihr auch in euer Verderben laufen. Nicht, dass es tut, aber ihr wisst nicht, wohin. Das ist einfach, ich möchte raus. Das ist eine Panikhandlung und das kann zu mehr Problemen führen. Nicht, es führt zu mehr Problemen. Es kann.
Was wir versuchen sollten, ist, wir sollten eine Umgebung schaffen, wo ihr raus könnt, ohne dass ihr Panik bekommt oder. Und das muss trainiert werden. Das ist nicht mal eben so. Wenn jemand zum Beispiel 50 Jahre alt ist, dann hat er 50 Jahre lang zu hören bekommen, wenn du deinen Ellenbogen nicht einsetzt, wirst du nichts. Das muss man dem auch nicht wörtlich sagen. Man sieht es. Hä? Merkel, du gehst mir auf den Sack, tschüpp, tschüss. So, du bist auch irgendwie hinderlich für mich, tschüpp. Das sieht man doch im Fernsehen. Wie oft sind Leute einfach weggeputscht worden von unserer Kanzlerin, von den Leuten im Fernsehen. Jemand hat mal einmal was Falsches gesagt, fliegt er raus. Warum? Jeder Mensch kann Fehler machen. Nein, das können wir uns nicht leisten. Macht der kleine Mann Fehler, fliegt er raus. Macht ein großer Mann Fehler, interessiert keinen. Warum? Weil er sich eine Machtposition angeeignet hat, wo er sich's leisten kann. Aber jetzt nochmal zurück. Wir wollen aus diesem System raus. Das hilft nicht zu sagen, ich will raus. Es würde helfen, wenn wir insgesamt für alle eine Umgebung schaffen, die es funktioniert. Und da sind wir zum Beispiel dabei. Wir sind dabei, einige Dörfchen in Gang zu kriegen, wo man sich so nah beieinander, wo man da wohnt und sich gegenseitig hilft, dass das alles funktioniert. Und zwar auch ohne, dass man sich auf die Füße tritt. Das heißt, Schritt für Schritt für Schritt gehen wir in eine Zukunft, die wir uns wünschen. Und zwar nicht, weil wir aus Panik, sondern weil wir genau wissen, was wir wollen und weil es genau der Weg ist, den wir möchten. So, ich hoffe, ich habe damit die Frage ein bisschen weiter erläutert. Ansonsten bitte sehr, neue Infos oder Fragen oder Anregungen oder. Ich habe eine Frage, die an Moderatoren oft herangetragen wird. Es gibt ja dieses Thema, dass wir Wissen verteilen wollen, dass Helfer das Wissen haben, dass sie den Gruppenmitgliedern zum Beispiel zur Verfügung stellen wollen und möchten einen Vortrag oder einen Workshop dazu machen, live beispielsweise. Jetzt ist ja das Thema, der Vortrag sollte kostenfrei sein. Wir schenken den Vortrag. Aber es kann ja sein, dass jemand zum Beispiel Fahrtkosten hat oder sonstige Kosten anfallen. Wie ist es da mit dem Selbstkostenpreis? Oder andere Frage, soll ein Hut rumgehen, dass dann dafür gesammelt wird? Also, ein paar Sachen dazu. Ich würde euch mal gerne empfehlen, ich meine, ich kann euch jeden Scheiß hier erzählen. Aber ich kann euch trotzdem mal empfehlen, macht es mal selber. Spürt mal selber in euch rein. Macht mal einen kleinen Workshop oder macht zwei Workshops. Macht einen Workshop, wo ihr das Thema Geld gar nicht in den Raum setzt. Gar nicht. Und der nächste Workshop, da fragt ihr nach einer Spende. Und sagt mir bitte in beiden Fällen, wie ihr euch fühlt. Ihr werdet sehen, dass da, wo ihr kein Geld wollt, dass es viel einfacher und glatter über die Bühne geht. Und da, wo ihr nach Geld fragt, das ist so ein komisches Gefühl, was im Hintergrund immer wieder so ein bisschen mitschwingt. So, und das kann ich euch sagen, das hat mit Helfer nichts zu tun, das ist bei jedem so. Der Mensch schenkt lieber anstatt, dass er was verkauft. Na gut, es gibt ein paar Exemplare, die sind ein bisschen anders oder anders trainiert. Aber die meisten Leute sind so. Wie sehr freut ihr euch, wenn ihr jemandem ein Geschenk gebt und er freut sich darüber? Wie geht das in euch rein? Das ist ein ganz anderes Ding, als wenn ihr irgendwas verkauft. Warum? Weil ihr spürt es in euch. So, und jetzt gehen wir mal zurück zu dem Beispiel. Also, kann man da eine Spende verlangen oder so? Also eine Spende könnt ihr erstmal nicht verlangen. Also verlangen sowieso nicht. Aber Spenden können nur Vereine annehmen und Ähnliches. Was ihr könnt, ist, ihr könnt Schenkungen annehmen. So. Und man darf euch was schenken. Ihr könnt gerne sagen, okay, hier bitte eine kleine Schenkung für das, was ich mache, könnt ihr gerne machen. Ihr könnt auch hingehen und sagen, okay, ganz transparent, das und das sind meine Kosten. Von mir aus auch mit Belege. Die zeigt ihr dann und sagt, okay, wenn jetzt 10 Leute kommen, ich habe jetzt 100 Euro Kosten gehabt, wenn jetzt 10 Leute kommen, zahlt jeder einen 10er und gut ist. Ist nur einer gekommen, zahlt er die 100 Euro und gut ist. Das könnt ihr machen. Das solltet ihr aber dann, bevor ihr das Angebot macht, solltet ihr ungefähr abschätzen, was es ist und den Leuten mitteilen, sodass die wissen, aha, für den und den Beitrag muss ich das und das zahlen. Das ist vollkommen in Ordnung, das darf man machen. Alles andere ist nicht fair. Ihr könnt nicht sagen, ich habe 80 Euro Kosten und woher kommen die? Naja, die habe ich einfach so da und da. Nö. Und dann solltet ihr euch auch nicht wundern, wenn das irgendjemand nicht zahlt.
das mit dem, naja, ich möchte gerne Schenkung haben, macht das bitte, was ihr wollt. Das kann jedem selbst überlassen werden. Da könnt ihr aber mehr bekommen oder weniger. Und das wäre auch weder in die eine noch in die andere Richtung fair. Weil hier geht es gar nicht darum, jemanden zu finanzieren. Wenn jemand Geld braucht, dann soll er bitte nach Geld fragen in der Gruppe. Jetzt kann es sein, dass man sagt, okay, ich würde gerne Geld annehmen, aber ich bin ja nur einmal da. Zum Beispiel Künstler, die wirklich unterwegs sind. Wenn die zum Beispiel den Hut rumreichen, kann ich es vollkommen verstehen, weil die werden nicht nochmal in diese Gruppe kommen und die sagen, nu, das ist jetzt eine einzige Chance. Die sehen mich jetzt, jetzt mache ich dafür, das wäre in Ordnung. So, Leute, die ganze Zeit in der Gruppe sind, da sehe ich keinen Grund, warum man da einen Hut rumgehen lassen sollte. Da kann man ganz klar und offen sagen, du, meine Miete beträgt 1200 Euro. Ich wohne mitten in Köln zum Beispiel, also ich nicht, aber derjenige, ne? Oder 1000 Euro. So, das ist meine Miete plus Essen. Ich brauche diese 1000 Euro. Ich habe nur 500 verdient. Ich habe ein echtes Problem. Dann kann man auch gucken, dass man entweder eine günstigere Wohnung findet oder dass man dem auf jeden Fall die fehlende Miete mit zusammenrechnet. In Uganda zum Beispiel brauchen die jetzt, ich glaube, 1750 Euro, damit sie Samen bekommen. So, diese 1750 Euro, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Die brauchen die Samen und die brauchen bestimmte Samen. Ob wir sie jetzt aus Deutschland dahin schiffen oder ob wir das Geld bezahlen, das müssen wir gucken, was sich mehr lohnt und was funktioniert. Da sitzen wir dran, dass wir gucken, wie das geht. Frage ist jetzt, da dürften wir zum Beispiel auch das Geld geben, weil dort sterben die Menschen an Hunger. Ist jetzt ein Ding. Möchten wir, dass sie sterben oder möchten wir sie behalten, weil sie Menschen sind und weil deren Leben uns das wert ist? Wir leben noch in einer Welt, wo man Geld braucht. Also müssen wir gucken. Innerhalb einer Gruppe darf die Gruppe selbst entscheiden, wie das funktioniert mit dem Geld. Ist es in Ordnung oder nicht? Jeder Mensch für sich sollte entscheiden, ob es wirklich das wert ist, dass man das Geld gut rumgeht oder dass man sich die Mühe macht, das Ganze aufzuzählen. Jeder Mensch sollte wirklich gucken, ob man es nicht vielleicht doch mal umsonst machen oder kostenlos machen kann und die Leute, wenn man was braucht, dass man sie danach fragt. Weil du, wenn mir was kaputt geht und ich brauche das, dann werde ich fragen. Und wenn ich das Geld habe, werde ich nicht fragen. Neulich ist ein Handy kaputt gegangen und ich konnte es gerade noch mit dem, was ich hatte, selbst bezahlen. Davor hatte ich etwas, das konnte ich nicht bezahlen, also habe ich gefragt, ob man es mir schenkt. Und ja, die Menschen tun das. Die Menschen schenken einem das. Warum? Weil man ein Mensch ist und weil wir es diesen Menschen wert sind. Wir sollten wirklich mal gucken, was ist ein Mensch wert? Und wir sollten das aufrechnen mit der Kleinigkeit, die der kriegt. Und damit das nicht ausgenutzt wird, lernt euch kennen und vertraut euch. Damit dieses Geld oder diese Arbeit, diese Energie, diese Leistung nicht einfach ins Nirvana verschwindet, sondern damit sie genau dahin geht, wo sie hingehört. Darf man gut rumgehen lassen? Ja, man darf. Darf man Kostenvoranschlag machen und das danach anfragen? Ja, das darf man. Das ist alles gehört zum Selbstkostenpreis und ist vollkommen legitim. Darf man daraus Gewinne erzielen? Nein, das ist nicht die Idee von Helfer. Geht es nur ums Geld? Ist das nicht die Idee von Helfer? Geht es um die Tätigkeit? Dann funktioniert es. So. Also, ich wurde jetzt indirekt gefragt, ob wir eine Kooperation zum Beispiel mit Tauschring haben und wie wir da zusammenarbeiten. Also momentan ist es so, dass wir mit Tauschring gar nicht zusammenarbeiten. Also es gibt einige Leute, die beim Tauschring waren und jetzt bei Helfer sind und die haben ganz klipp und klar gesagt, der Tauschring hat nicht funktioniert, weil einige Leute die Tauschringe gehortet haben und andere Leute eben keine mehr hatten und deswegen ist das eingeschlafen. Das Tauschprinzip hat da nicht funktioniert. Es könnte funktionieren, wenn es so groß wäre wie das Geldsystem. Das heißt, wenn in Deutschland um die 80 Millionen Leute da mitgemacht hätten, dann hätte es vielleicht funktioniert, weil nicht alle das horten können und weil es dann bestimmt Zinsesringe geben würde, Zinsringe oder so. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. So, jedenfalls, ne, dann könnte man Minus machen und Plus. Und deswegen hat man ja den Blödsinn erfunden, damit man die Leute einfach in Schach hält. Das Problem ist, dass diese Abarbeitung, also dieser Tauschhandel, dass der dazu geführt hat, dass wir momentan 50-80% Energie oder Arbeitszeit dafür ausgeben, dass wir das ganze Geld, in dem Fall die Ringe, ansonsten die Euros, verwalten.
So, das heißt, wir machen Arbeit um der Arbeit willen. Wie wäre es, wenn wir davon weggehen und einfach nur normal arbeiten? Die ganzen Sicherungssysteme, die wir haben, damit keiner das Geld klaut und so weiter, das ist alles Arbeit und das brauchen wir nicht. So, also momentan arbeiten wir nicht mit Tauschringen zusammen. Wir können gerne mit Tauschringen zusammenarbeiten. Solange es was zum Tauschen gibt, würden wir die Leute dahin schicken. Wenn Sie wollen, wenn Sie den nächsten Schritt wagen, dass Sie sagen, nee, wir wollen nicht mehr tauschen, wir wollen versuchen, endlich den nächsten Schritt in der Evolution zu gehen, entweder zurück oder vor, oder vielleicht sind wir vorher zurückgegangen und jetzt gehen wir wieder vor, dass wir uns das wieder schenken, dann herzlich eingeladen. Aber es gibt genug Gemeinwohlgruppen, die da mitmachen und mit denen arbeiten wir schon zusammen. Das ist unter anderem ein Herz für Menschen und auch diverse andere Sachen, wie zum Beispiel auch Herzensgemeinschaft, die ganz klipp und klar sagen, du, das Konzept gefällt uns, wir können zusammenarbeiten, größtenteils arbeiten wir schon damit und die Leute, die nicht arbeiten wollen, finden wir schon Wege, also ja, finden wir schon Wege und Richtungen, wie wir das Ganze hinkriegen und da arbeiten wir dran. Wir arbeiten nicht 24 Stunden dran, das können auch wir nicht, aber wenn ihr uns helfen wollt, ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen, denn wir brauchen überall noch Unterstützung. Nicht nur lokal, sondern auch in dem globalen oder zumindest in den regionalen und überregionalen Bereich. Und wer weiß, vielleicht macht es so viel Spaß, dass wir das Ganze so stark vergrößern, dass wir irgendwann mal so viele werden, dass wir definitiv weniger arbeiten müssen, als das, was wir momentan tun. Es wird auf jeden Fall eine Krise kommen und dieses Geldlose ist definitiv der Weg, also der beste Weg momentan, den ich sehe, den wir machen können, um aus dieser Krise rauszukommen, unbeschadet. Aber dafür müssen wir zusammenarbeiten. Und damit meine ich nicht nur die Leute, die hier sind. Und ich meine auch nicht nur die Leute, die auf der Straße sind. Damit meine ich auch die Politiker, die Polizisten, das Militär und jeder andere. Erst wenn wir alle zusammenarbeiten, werden wir Frieden schaffen. Deswegen lasst uns alle zusammenarbeiten und Frieden schaffen. Und lass es uns in Liebe tun. Aber das wissen wir ja schon. Unternehmen, die uns zum Beispiel spenden möchten für ein Projekt, das wir haben, können wir ja nicht annehmen, hast du ja schon erklärt. Aber Geld schenken würde gehen von außen. Also Schenkungen dürfen gemacht werden, solange sie an Privatpersonen gezahlt werden. Und wir sind Privatpersonen, wir sind kein Verein, wir sind keine Stiftung, wir sind keine Genossenschaft, wir sind keine Foundation und so weiter. Also wir sind keine juristische Person. Solange darf man Schenkungen bis zu 20.000 Euro pro Jahr machen, wenn man nicht in irgendeiner Weise verwandt ist. Ich glaube, die Kinder war das oder der Ehegatte darf bis zu 500.000, aber das muss man nochmal reingucken. Also solange wir keine Schenkungen über 20.000 Euro im Normalfall haben, ist es steuerfrei. Wenn es über diesen Betrag hinausgeht, muss man Steuern dafür zahlen. Das wissen auch die Firmen. Was wir dann auch nicht machen können, ist, wir können keine Spendenquittung ausstellen und so weiter, weil wir ja keine Spenden mehr erhalten. Das bedeutet, die haben keinen Steuervorteil. Was wir aber machen können, ist, wir können innerhalb einer Orga, also einer Organisationsgruppe, können wir einen Verein reintun, der sich dann damit auseinandersetzt. Wer sich damit auseinandersetzen möchte, darf das gerne tun. Nur ich bitte wirklich um Vorsicht, weil ich möchte nicht wegen Steuerhinterziehung oder irgendwas, dass irgendjemand deswegen Ärger bekommt. Das heißt, wenn wir was machen, machen wir es korrekt. Wir machen keinen Blödsinn. Wir möchten gerne juristisch anständig dastehen. Wenn irgendwas nicht anständig gemacht wird, dann passieren Sachen, wie Leute werben. Heute habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wurde eine bekannte Person heute mitgenommen wegen Steuerhinterziehung, weil er halt sehr viele Geschenke und Ähnliches angenommen hat. So. Was wir also machen wollen, ist, wir wollen alles anständig machen. Und mit anständig meine ich so. Wir haben keine Lust, irgendwie negative Schlagzeilen zu machen. Weil wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann sollen wir als positives Vorbild vorangehen. Wir sind nicht gegen den Staat, wir sind nicht für irgendwas, wir sind nicht gegen irgendwas. Wir sagen, lasst uns in Ruhe, wir halten euch an eure Regeln, so weit wie wir können. Innerhalb werden wir es so machen, wie wir es wollen und wie wir es für anständig halten, und zwar nach menschlichen Kriterien. Das ist so ein bisschen der Hintergrund hinter dieser Sache. Mhm. Habe ich damit die Frage beantwortet oder habe ich zu viel gequatscht? Also ich denke, das ist erstmal beantwortet. Ich habe noch was zugetragen bekommen, wenn ich darf. Natürlich. Im Chat ist jetzt erstmal nichts. Wie steht Helfer zu Crowdfunding für zum Beispiel Unternehmen oder Projekte? Okay. Oh, gucken wir mal.
Also zu Crowdfunding erstmal. Crowdfunding bedeutet ja, ich gebe mein Geld aus für etwas, wo ich denke, das macht Sinn. Also ganz im Ernst, da unsere Gesellschaft mit Geld arbeitet, macht es natürlich Sinn, dass wir das so machen. Also alles super. Crowdfunding, damit könnten wir zum Beispiel auch Immobilien kaufen und ähnliches. Jetzt kommt's. Eine allgemeine Aussage über Projekte oder Unternehmen kann ich nicht sagen. Frage ist, was sind das für Unternehmen, was sind das für Projekte? So, was ist der Sinn dieser Projekte, was ist der Sinn hinter den Unternehmen? Ist der Sinn des Unternehmens, dass wir eine juristische Person haben, um in der Öffentlichkeit anständig handeln zu können? Das heißt, der Fokus liegt darauf, was wir tun und nicht, dass wir Geld einsammeln. Dann ist es vollkommen in Ordnung, auch dafür Crowdfunding zu machen. Zum Beispiel könnten wir so Immobilien kaufen, die wir für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen, ne, indem wir zum Beispiel eine GmbH machen, was ein Unternehmen ist. Aber da müssen wir keinen Gewinn machen. Wir können Häuser kaufen und können sie kostenlos zur Verfügung stellen, entweder für Obdachlose oder für Helfer. Macht Sinn? Super Idee. Ist aber die Idee des Unternehmens, Geld zu machen, zum Beispiel, indem man ein Schneeballsystem eröffnet, wo wir sagen, okay, lade eine Person ein und du kriegst Geld. Und dann geht es mehr darum, das Geld zu machen, anstatt eine Photovoltaikanlage, die man verkauft oder so, im Hintergrund zu haben, dann macht es keinen Sinn. Oder dann bin ich dagegen. Oder dann ist Helfer Thema verfehlt, würde ich sagen. So, ne, 6 Sätzen. So, die Frage ist also nicht, ob wir im Allgemeinen sagen können, ja, nein. Die Frage ist, was möchte das Unternehmen? Wofür steht es? Wofür stehen die Menschen? Und was steht in deren Statuten drin? In welche Richtung soll das Ganze gehen? Bei uns geht es nicht um Geld. Bei uns geht es darum, was steckt hinter dem Geld. Wir wollen anfangen, neu darüber nachzudenken, was wir machen und nicht ein neues Unternehmen auf die Beine zu stellen und wieder weiter Gewinne zu machen, die in irgendeiner Weise irgendwo hinfließen. Wir sind nicht dafür da, um die Geldverwaltung voranzutreiben. Wir sind dafür da, dass wir die Menschen vorantreiben, dass wir die Natur vorantreiben, dass wir der Erde Unterstützung geben, dass wir den Tieren Unterstützung geben, und zwar wo wir nur können. Das ist das, wofür wir dastehen. Weil erst wenn wir unser Haus und unsere Wohnung, und damit meine ich auch die Umgebung, ne, wir reden ja immer von Umwelt. Umwelt ist für mich das, was mich umgibt, nicht die Natur. Die Natur ist auch, gehört dazu, aber auch die Umwelt, also ne, meiner Umwelt. Da versuche ich, dass das anständig abläuft. Und momentan läuft da gar nichts. Gar nichts. So, und das müssen wir ändern. Das heißt, sind wir für Unternehmen? Jein. Ist das Unternehmen in Ordnung? Ja. Ist das Unternehmen nicht in Ordnung? Nein. Wer bestimmt das? Das bestimmt das Unternehmen selbst. Haben die eine anständige Politik oder eine anständige Erklärung, warum sie was machen, und bitte keine werbetechnisch korrekte Antwort, sondern ich möchte wissen, was sie tatsächlich machen. Nur am besten ist es, wenn es ein Helferunternehmen ist. Da muss man nämlich ganz offenlegen, was man macht, was man verdient und wohin das Geld fließt. Hat ein Unternehmen zum Beispiel kein Problem damit, seine kompletten Gewinne, seine Einnahmen komplett offen zu legen, ist das schon mal ein Vertrauensbeweis. Und finden wir da eine Sache, wo wir sagen, naja, da stimmt was nicht, Fehler können passieren, aber dann wissen wir, worauf wir achten sollen und auch, dass es dann in Zukunft nicht mehr passiert. Also geht es darum, dass es den Menschen gut geht? Super. Geht es darum, dass man Gewinn macht? Naja, ein bisschen Gewinn muss man machen, aber auch das kann man anständig erklären und zeigen. Und auch das würden wir versuchen zu erfragen. Also jein. Crowdfunding, ja. Aber nicht unter allen Umständen. Wenn irgendwelche Unternehmen, egal wo, egal wie, wenn irgendwelche Unternehmen, also andersrum, wenn irgendjemand persönlich irgendwas spendet, ist jedem selbst überlassen, was er spendet oder nicht. Das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Das Zweite ist, wie können wir das jetzt bei Helfer zum Beispiel kundtun. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Einmal können wir uns über diese Firma, der wir gespendet haben, können wir uns erkundigen, wie das Ganze funktioniert, und wir können das Ganze aufarbeiten. Wir können aber auch zum Beispiel eine Orga damit beauftragen, dass sie ein Interview mit dieser
Firma führt, muss auch nicht offiziell sein, also es kann offiziell sein, muss nicht. Und die Gespräche werden dann aber offiziell bei Helfer offengelegt, sodass jeder weiß, okay, diese Firma macht das und das und das und das. So gibt es einige Unternehmen, die man gerne dazu holen kann und sagen kann, hey, das Unternehmen, das funktioniert wirklich super geil, es funktioniert nach Helferprinzipien und auch nach Helferstandards. Die kennen Helfer zwar nicht, muss ja auch nicht, weil Helfer ist ja nicht die neueste Erfindung, keine Ahnung, sondern das ist ja ein Zusammenschluss aus verschiedenen Ideen, die eh schon funktionieren. Gibt es also so eine Firma und wir sagen, okay, wir holen sie mit rein, weil wir das so toll finden und wir arbeiten mit denen, dann wäre es gut, wenn eine Orga, muss auch nicht die Deutschland-Orga sein, aber eine Orga, der man vertraut, wenn die sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt, guckt nach, was passiert und so weiter. Und es liegt auch alles offen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir wirklich alles offenlegen und nicht irgendwas hinter verschlossenen Türen irgendwas bequatschen und dann einen riesen Bonus irgendwo herkriegen. Das heißt, da könnte man das machen. Aber wichtig ist, dass man ganz klar und deutlich erklärt, warum man das macht. Und dafür braucht man Leute, die absolut integer sind. Dazu braucht man Leute, die definitiv nicht kein Vor- und keinen Nachteil haben. Das Zweite ist, geht es darum, eine Firma zu bewerben oder geht es darum, dass man ihre Arbeit bewirbt? Wir von Helfer gehen davon aus, dass wir eher die Arbeit bewerben. Das heißt, wenn jemand hier zum Beispiel, ne, es gibt Gruppen, die haben so groß Einkaufsläden, die bieten Essen an und Getränke und was auch immer. So, jetzt muss man natürlich den Namen dieses Unternehmens sagen, weil man kann ja nicht sagen, du, wir bestellen beim Großhändler und keiner weiß, wohin. Man hat 3 oder 4 verschiedene Großhändler und jeder bestellt irgendwas anderes. Da geht es aber nicht um den Namen der Firma, also ist keine Werbung, sondern das ist nur Mittel zum Zweck, weil wir wollen ihre Arbeit, und zwar ihre Sachen, ihre Produkte, die sie haben wollen, die sie günstiger anbieten, die wollen wir für unsere Leute haben. Das heißt, in der Hinsicht könnten wir das bewerben, indem wir die Orga, die Bestelllisten macht, bewerben. Innerhalb dieser Orga ist das Unternehmen, was drin ist. Und von da aus bestellen wir. Das heißt, wir müssen keine Werbung machen. Und ob wir es dann bei dem Supermarkthändler um die Ecke kaufen oder bei einem anderen Großhändler, ist irrelevant. Es ist immer dieselbe Orga, die fürs Einkaufen zuständig ist. Das heißt, wir machen keine Werbung, aber wir unterstützen diese Unternehmen. Dasselbe gilt auch für Spenden und Ähnliches. Es ist wirklich wichtig, ob wir den und den Namen was spenden oder geht es darum, dass wir eine Leistung brauchen und dass wir wollen, dass diese Leistung gemacht wird. Und wenn, wieso kooperieren wir nicht sowieso schon miteinander? Das heißt, wir sind bei Helfer ja sowieso schon diejenigen, die sagen, okay, wir versuchen etwas anders zu machen, wir versuchen anders zu denken. Hier geht es nicht darum, einfach Geld irgendwo auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, damit hat sich die Sache erledigt. Genau denselben Spruch habe ich heute in Uganda gesagt. Die Leute, die irgendwie, ja, die Samen brauchen, also die lernen wollen, mit dem Acker umzugehen und die Samen brauchen, damit sie endlich was zu essen haben. Ich habe denen genau das Gleiche gesagt. Hier geht es nicht darum, den Leuten Geld auf den Tisch zu knallen und sagen, hier, bitte mach. Und es geht auch nicht darum, zu sagen, dass wir was verkaufen. Hier geht es darum zu gucken, was ist tatsächlich notwendig. Und das, diese Arbeit, die machen wir uns. Und ja, es ist ein bisschen mehr Arbeit als im Normalen. Im Normalen geht man zur Kasse, zahlt und ist weg. Man hat nichts mehr damit zu tun. Wir versuchen auch, das dahinter zu verstehen. Und dass wir eine anständige Lieferkette zusammenbauen. Und dass wir diese Lieferkette, die wir machen, egal worum es geht, die Dienstleistung, das und das und das, dass das anständig ist. Wir versuchen es. Das heißt nicht, dass wir es immer schaffen. Aber wenn wir es herauskriegen, dass irgendwas falsch läuft, dann versuchen wir das zu verbessern. So. Also, können wir Spendenaufrufe machen? Ja, können wir machen, aber bitte nicht für alles, sondern achtet genau darauf, was ihr tut und legt alles offen, was ihr habt. Es geht darum, um Transparenz und um Anständigkeit. Es geht nicht darum, ein Unternehmen zu retten. Egal wo, egal wie. Bei uns geht es darum, Menschen zu helfen oder dass wir es einfacher haben. So. Ich hoffe, ich habe damit die Frage ein bisschen beantwortet und nicht zu weit ausgeschweift. Ja, ich wollte es mal ganz konkret machen. Also ich bin zertifizierte Mediatorin und ich könnte meine Leistung zur Verfügung stellen, indem ich die Leute bei Kommunikation unterstütze. Also in Mediation, in Konfliktlösung, in praktisch Coaching, was die Menschen anbelangt. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, weil ganz viele Menschen haben Konflikte mittlerweile in ihrem Alltag und kommen damit nicht zurecht. Und jetzt geht's halt los, gell? Ich meine, ich versuche ja gerade, mich irgendwie so weit aufzustellen, dass ich davon leben kann. Ich stelle hier meine Räume zur Verfügung. Das sind Kosten von meiner Wohnung, die ich habe, ja.
Ich stelle natürlich meine Arbeitszeit zur Verfügung. Ich brauche einen Computer. Ich muss vielleicht auch hin und her fahren, weil jemand einen Hausbesuch haben will. Und da geht es jetzt los. Ich kann natürlich sagen, ich möchte gerne eine Spende oder Schenkung am Ende. Also wenn ich einen Vortrag mache, geht es eine Stunde. Wenn ich einen Intensivkurs mache, geht es 3 Stunden. Wenn ich eine Einzelberatung mache, kann man 1 Stunde machen. Aber mit 1 Stunde wird man wahrscheinlich nicht weit kommen. Aber ich würde mich dann wirklich in dieses System einbringen und engagieren. Aber ich habe ja auch Kosten, gell, die ich jeden Tag habe. Und wenn ich halt nicht mal für eine Schenkung aufrufe, dann kannst du sagen, ja, du hast hier keine großen Kosten, außer vielleicht mal Papier oder ich kaufe mal ein Buch oder Flipchart-Papier oder Stifte. Was sind denn Kosten? Ich meine schon allein, dass ich einen Raum stelle und nicht in irgendein Hotel gehe, wo die Leute Ausgaben haben für Essen oder für Getränke oder man muss Raummiete zahlen, sondern ich stelle meine eigenen 4 Wände zum Beispiel zur Verfügung. Wo ist dann der Preis, gell? Oder was kann ich dann offenlegen? Also ich wollte es jetzt einfach mal ganz konkret machen, dass wir mal in ein Beispiel einsteigen, weil das andere war für mich bisher recht schwammig, deswegen habe ich jetzt mal meinen eigenen Fall aufs Papier gebracht. Sehr schön. Also, du bist frei, genau das, das offenzulegen, was du gerne offenlegen möchtest. Das bedeutet, möchtest du, dass deine Wohnung mit reinkommt, dann kannst du sagen, okay, ich zahle jetzt 1.000 Euro Miete. So, wir haben jetzt 10 Stunden verbraten. Das wäre, weiß ich nicht, 10 Euro. Pi mal Daumen. So. 10 Euro plus Stromkosten sind 1 Euro. Plus, kannst du gerne machen, kannst eine Liste aufstellen, sagen, okay, das wäre eine absolute Transparenz. Damit könntest du alles das, was du tatsächlich verbraucht hast, in Rechnung stellen. Könntest du gerne machen. Du bist frei. Das ist halt das Ding. Du hast gerade gesagt, wir haben es relativ schwammig gemacht. Und ja, das stimmt. Und das mache ich auch mit Absicht. In Deutschland will man, ich brauche eine richtige Liste. Das. Wir lassen es den Menschen frei zu tun, was er will. Was wir sagen ist, die Oberthemen, die müssen stimmen. Das heißt, du musst transparent sein. Wenn du erklären kannst, dass bei deinem Auto ein Ölwechsel gemacht werden muss, das. Das heißt, du hast Reparaturkosten von. Und die müssen mitbezahlt werden, weil du es sonst nicht leisten kannst. Dann können wir das machen. Wir können aber den ganzen Spieß auch umdrehen. Wir können auch sagen, pass mal auf. Deswegen habe ich auch gesagt, ne? Wir gucken ganz einfach, was hast du am Ende des Monats gezahlt? Ich sage jetzt mal ganz blöd, ganz banal und blöd, 2.000 Euro hast du bezahlt für deine Wohnung, für das, für die Stifte und so weiter. Jetzt hast du 50 Kunden gehabt außerhalb von Helfer und die haben dir, warum auch immer, 1.500 Euro gezahlt. So, ne? Hast du es falsch berechnet, ist zu wenig, dir fehlen 500 Euro auf der Bank. Dann fragst du deine Leute, könnt ihr mir bitte 500 Euro geben? Das kannst du ganz einfach machen, ohne die Sachen aufzuzählen, weil sie dir fehlen. Das heißt, du kannst entweder hingehen und sagen, du, wir berechnen das alles bam, 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 bis ins Kleinste. Und wie detailliert du das machst, das bleibt dir überlassen. Oder du gehst hin und sagst einfach, du, ich brauche Hilfe, weil ich komme mit dem, was ich mache, nicht klar. Ich biete euch an, so viel wie ich kann, dass ich euch helfe. Ich tue es für die Gesellschaft. Aber ich komme mit dem, was ich bekomme, einfach nicht klar. Und das kann man ja ganz einfach nachweisen. So, und wenn die Leute dir vertrauen und wenn die dich kennen, dann wissen die, okay, die Person braucht Hilfe. Also versucht man da eine Lösung zu finden, und zwar für alle, nicht nur für dich, sondern insgesamt. Weil im Endeffekt, auch wenn du arbeiten gehst für Geld, zahlt das, wer? Die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist die, die dich auffängt. Das ist aber auch eine Sache mit der Gesellschaft, die man da abgemacht hat. Das bedeutet, wenn wir Step by Step hingehen und sagen, okay, einerseits erklären wir was oder wir sagen, wir brauchen Hilfe. In beiden Situationen wird dir geholfen. In beiden Situationen kommt die Gesellschaft für dich und für deren Probleme kommt sie auf, weil es ist ein Zusammenarbeiten miteinander. Und jetzt kommt's. Wenn du aber die Kosten verlangst, als Kosten und das über deine Firma zum Beispiel abschreibst, muss dir ganz klar sein, dass mindestens 20% davon nicht für dich draufgehen, sondern der Staat bekommt das. Steuern. Ja, also 19%. So, es kommen aber noch mehr Sachen hinzu, wo der Staat auch noch ein bisschen immer was abzwackt. All das ist Arbeit, die du auch hast, weil du musst auch einen Steuerberater bezahlen, du musst das bezahlen und so weiter. Das heißt, entweder machen wir es komplex nach der alten Welt, das ist die Sicht von der alten Welt,
Oder wir machen es aus der Sicht der neuen Welt und fragen einfach nach Geschenken. Darf ich noch kurz was sagen? Also, aber ist es dann nicht einfacher, nach einem Workshop zu sagen, hört mal zu, ich habe auch Kosten, ich stehe hier das Schweinchen auf und ich würde mich freuen, keine Ahnung, Richtwert 10, 15 Euro, dass jeder reinschmeißt. Das ist doch viel besser. Ich meine, du kriegst keinen Intensivworkshop für 15 Euro oder für 10 Euro. Das kriegst du nicht, indem du noch irgendwo sitzt und noch vielleicht noch einen Sprudel kriegst oder ein paar Knappereien. Also das ist ja genau der Punkt. Also irgendwann wird es halt grotesk, verstehst du? Also das wollte ich bloß mal anmerken. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass man hier reich wird, aber ich finde, es hat auch was mit Würde zu tun. Also ich komme dann halt bisschen würdelos vor, wenn ich wegen jedem Kleinigkeit bitten muss. Vielleicht habe ich da irgendwie ein falsches Gefühl, aber ich würde mich besser fühlen, also ich persönlich würde mich besser fühlen, wenn ich einfach befreit ein Schweinchen aufstellen kann und sage, also ich würde mich freuen, wenn da jeder Richtwert 10, 15 Euro am Ende des Kurses einschmeißt, damit werde ich nicht reich und damit ist auch keine riesen Geschäftsidee gemacht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, meine Arbeit wird natürlich auf der einen Seite gewertschätzt, weil ich als Mensch gesehen werde, weil ich es gerne mache, aber weil ich halt auch zumindest das Gefühl habe, auch wenn 3 Leute da sind, wenn 10 Leute da sind, kann man es ja günstiger machen. Da kann man sagen, vielleicht schmeißt jeder bloß 5 Euro rein. Aber verstehst du, bevor ich da jetzt hier meine Dinge auspacke und alles für 10 Euro abrechne, also da käme ich mir richtig doof vor. Also verstehst du mein Problem? Also, ich habe ja gesagt, einen Hut kann man auch umgehen lassen oder von mir aus auch ein Schweinchen, wenn du unbedingt ein Schweinchen hast, muss auch kein Hut sein. Also, nein, aber das kann man ja machen. Auch das ist okay. Wie gesagt, das ist okay, solange es bei einer Schenkung ist. Was mir nicht gefällt, das ist persönlich, ist die Art und Weise, wie du es gerade gesagt hast. Ich möchte dir wirklich nicht zu nahe treten, aber die Idee, dass man wertgeschätzt wird und das in Form des Geldes. Und das ist genau da, wo wir hingehen, dass das irgendwann in die falsche Richtung geht. Also ich glaube, das war ein Missverständnis. Das ist ja nur eine Geste. Das ist auch so, wie wenn du irgendwo hingehst und jemand macht was für dich und du schenkst ihm ein Wein oder ein Sekt oder irgendwas bringst du mit. Also ich finde, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Vielleicht bin ich da ja auch völlig falsch erzogen. Es geht hier nicht um den Riesenwert, es geht einfach um die Geste. Und ich freue mich total, wenn die Menschen sich freuen. Aber ich fände es schon schön, wenn sich einer wirklich engagiert und sich Mühe gibt und sich, engagiert, dass man dann zumindest eine gewisse Geste bekommt dafür. Also ich hab jetzt in den letzten 3 Monaten fast jeden Tag gearbeitet. Jeden Tag. Ich glaube, nur einen Tag, 1,5 Tage ist das, was ich nicht gearbeitet habe. Und ich habe an den Kopf geschmissen bekommen, danke, du hast mein Leben verändert bis hin, ich bin der Teufel und ich habe alles scheiße gebaut. So, alles. Ich habe auch Geld bekommen. Aber soll ich dir was sagen? Das Geld, weißt du, wie das ist, wenn dir jemand wirklich die Hand gibt und dir tief in die Augen guckt und sagt, danke? Das ist Mehrwert. Diese Wertschätzung ist Mehrwert. Und es gibt eine sogenannte extrinsische und intrinsische Motivation. Und Geld ist immer eine extrinsische Motivation. Es gibt die 5 Sprachen der Liebe und eins davon ist halt Geschenk machen. Aber ein Geschenk machen ist kein Tausch. Ein Geschenk machen, das kommt von Herzen. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und sage, du, bitte 10 Euro oder bitte ein Danke geben oder wenn ich da hingehe und sage, bitte gib mir, dann kommt das nicht von Herzen. Dann ist das ein Aufruf. Kommt es aber von Herzen, es ist viel mehr wert und es kann genau dasselbe sein. Es kann sogar weniger sein und es ist viel mehr wert innerhalb des Herzens. Ich möchte, und das ist mir ganz wichtig, ich möchte niemandem sagen, wie er zu leben hat. Ich möchte auch niemandem sagen, wie er zu denken hat. Jeder darf, jeder ist richtig. Das ist erstmal Fakt. Und jeder Mensch ist wertvoll. Nur eine Sache, und das sage ich den Leuten auch, wenn du mir 5 Euro gibst oder 10 Euro, ich bin nicht so wenig wert. Das ist keine Wertschätzung für mich. Wertschätzung ist für mich, wenn du hingehst und jemand anders was Gutes tust. Weil das die Energie, die du bekommen hast, in der du weitergibst und mir dadurch die Mühe ersparst, dass ich dahin gehe und helfe, sondern dann gehst du dahin. Und so hilft wieder jeder jeden. Früher war es so, wir haben 10 Leute gehabt. Ich habe einem geholfen, der andere hat dem anderen geholfen, der andere hat dem anderen geholfen und so weiter und allen wurde geholfen. Heutzutage ist es so, gerade wegen dem Geld und gerade wegen dem, wie wir denken, dass die Leute nichts mehr geben, wenn sie dafür nichts kriegen.
Deswegen sage ich, das war das, was ich sagte. Ich weiß, dass du von innen wahrscheinlich nicht so denkst. Du hattest das aber gesagt und ich habe das nur als Beispiel genommen, damit man das versteht, worauf man achten soll. Heutzutage ist es so, ich helfe dem einen, der andere sagt, ich brauche Hilfe. Ich gucke, keiner hilft, also muss ich dem anderen helfen. Dann gucke ich rum, der nächste will Hilfe und keiner hilft, also muss ich dem dritten helfen und irgendwann gehe ich kaputt. Das ist der Grund, warum wir zu viel arbeiten. Wir geben zu viel Mühe, das Geld zu verwalten. 50-80% unserer Arbeitszeit und unserer Lebenszeit geht darauf flöten, dass wir das Geld verwalten und wir schaffen es nicht mehr, den Menschen zu helfen und wir arbeiten für das Geld. Nicht du. Ich rede im Allgemeinen, die unsere komplette Gesellschaft. Die komplette Gesellschaft arbeitet so. Und dann bleibt ziemlich viel übrig. Und dann sagt man, hallo ihr Ehrenamtler, bitte sehr, es ist noch so viel zu tun, arbeitet ihr dafür. Was wir anfangen sollten, ist, wir sollten anfangen umzudenken. Das ist genau das, was ich meine. Ja, ich verstehe es. Und ja, ich verstehe es, dass man Kosten hat. Und wenn du wüsstest, wie viele Kosten ich jeden Tag aufbringen muss, ich mache hier kein Plus, ich mache hier ein absolutes Minus. Ich mache ein absolutes Minus. Ich gebe mein ganzes Geld aus, damit dass das Ganze hier funktioniert. Die Server, die bereitstellen, das und das, was gemacht wird, Sprit, den ich verfahre von A nach B, das ist alles von mir. So. Aber soll ich dir mal was sagen? Leute schieben mir halt ab und zu mal Geld zu und sagen so, okay, danke, ich habe nicht einmal gefragt. Und wenn ich es gebraucht habe, dann erst habe ich gefragt. Aber da konnte ich auch nicht alleine. Das ist genau der Unterschied. Wir arbeiten miteinander. Geld ist keine Wertschätzung. Davon sollten wir uns trennen. Weil wenn wir uns davon anfangen zu trennen, dann fangen wir an, anständig miteinander umzugehen. Weil soll ich dir mal was sagen? Ich liebe dich, und zwar so, wie du bist. Das ist viel wichtiger. Und wenn du denkst, das ist einfach nur ein blöder Spruch, wer mich kennt, der weiß, dass ich das so meine. Ich meine das so. Das ist mir absolut wichtig. Das ist eine ganz andere Art von Miteinander. Wer mich gesehen hat, wie ich für jeden Einzelnen, der hier ist, wie ich für die kämpfe, dass es denen gut geht, und zwar ohne, dass ich hier was verlange. Ich werde danach beschimpft, ist mir egal. Ihr könnt auch gerne über mich schimpfen, ich werde ihnen trotzdem helfen. Es ist eine ganz andere Art von Arbeit. Und die kommt auch von was ganz anderem. Und wenn du dann guckst, was zum Beispiel die Leute, geh mal, ich gebe dir mal einen guten Tipp, geh mal nach Uganda oder in die andere arme Länder, wo die Leute wirklich, die haben nichts. Und wenn du da nach Hilfe fragst, sind sie sofort da und die fragen auch nicht. Ja, es gibt genug, die nach Bakschisch fragen und so, aber das sind die, die auf Touristen eingeschlossen haben. Ich rede von den wirklichen Leuten, die meistens nichts mit Touristen zu tun haben. Oder geh mal in die Wüste, wo du fast verdurstest, wenn du da echte, wie heißen die, Beduinen findest. Weißt du, was die als erstes machen? Essen, trinken, alles, komm. Hauptsache, du stirbst dort nicht vor denen. Die sind menschlich und die nehmen dich als Mensch wahr. Das ist eine ganz andere Wertschätzung. Und die kommt von ganz tief innen. Und wenn du das mal gespürt hast und dann wieder guckst, was wir hier in Europa machen, gerade hier, ich habe das mit Osho, ich habe viel über Osho gelesen, ich habe viel über die westlichen und die östlichen Philosophiker, ich bin auch so Philosophiker, Philosophen und Spirituellen gelesen. Das sind riesen Weltenunterschiede. Die einen hantieren mit Herz und die anderen mit ihrer Brieftasche. So, und ja, ich möchte nicht jedem unterstellen, dass er so ist, aber achte mal darauf, wenn du wirklich um Menschlichkeit willst, dann kannst du das eine weglassen. Und wenn du das Geld brauchst, bitte frag nach. Ganz konkret, in deinem Fall. Du kannst natürlich ein Sparschwein da hinstellen und wenn du am Ende des Monats Geld brauchst, würde ich dir mal fragen. Ganz, ganz nett. Aber ich würde das vorher mit den Leuten abmachen. Dafür braucht ihr Vertrauen. Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Wenn ihr kein Vertrauen habt oder wenn ihr euch einmal im Jahr trifft mit der Gruppe, dann habt ihr keine Verbindung miteinander. Und dann kannst du natürlich auch nicht nach Geld fragen, weil dann werden die sagen, wer bist du denn? Die will doch nur ihr ausnutzen und macht bei Helfer mit, um Geld zu holen. Ja, das sagen die nur, weil sie dich nicht kennen. Schlimm wäre es, wenn sie dich kennen und dann das sagen. Aber das ist jetzt was anderes. Nein, aber verstehst du denn? So, das ist genau das, wo wir hin müssen. Vielleicht seid ihr da noch nicht, dann würde ich auch Geld verlangen an deiner Stelle, weil dann kannst du dich trauen. Aber wenn ihr euch irgendwann so kennenlernt, dass ihr euch liebt und dass ihr zusammen lebt, dann kannst du das machen. Und das ist eine Sache, das ist Lebensqualität. Und wenn du diese Lebensqualität einmal gespürt hast, herzlich willkommen, das ist Helfer.
So, ich möchte nicht voll quatschen. Hier gibt es noch andere Leute. 1 Million Hände oben. Lass mal Sie mal ganz kurz. Ich hoffe, ich habe dich nicht voll gequatscht und ich hoffe, ich habe ein bisschen das. So. Alles gut, danke. Aber bitte sehr. Ja. Also es war eine Sache im Chat, wir brauchen keine Angst zu haben, um Hilfe zu fragen, oder das ist oft das, was uns daran hindert in dem Bereich. Du hast es ja gerade auch schon mal erwähnt. Und ich würde jetzt einfach die Nächsten bitten, dass sie den Ton einschalten. Die erste Meldung ist schon freigeschaltet, genau. Also das mit die, was Heike beschreibt, wir haben das ja auch durch und bei uns wird ganz klar getrennt, wir machen Veranstaltungen, die sind frei, da gibt es eine Spardose, da kann jeder schenken. Wir gehen von Spenden weg, weil Spenden sind steuerlich rechtlich relevant, somit schenken wir nur, da hast du einen höheren Freibetrag und schenken darfst du mehr. Wenn du natürlich irgendwas machst, wo du, wenn Anwälte kommen oder wenn Leute kommen, die sagen, wir machen das, aber wir verlangen Geld dafür, begrenzen die Personenzahl und verlangen für jeden so viel, dann kannst du natürlich nicht sagen, will ich nicht, sondern dann kannst du im Vorfeld entscheiden, mache ich oder mache ich nicht. Das ist ja das, was so gesagt hat, wenn man das im Vorfeld sagt und wenn du deine Räumlichkeiten zur Verfügung stellst und am Monatsende merkst, oh Gott, ich habe jetzt so viel Geld dafür eingesetzt, ich möchte gern was zurückhaben oder aber kommt mal jemand vorbei, es muss geputzt werden, es muss das gemacht werden, es muss das gemacht werden, ich habe ja auch Kosten, dann kann man das auch ansprechen. Dann müssen andere, die Gemeinschaft muss dann sehen, wie sie es geregelt bekommt. Also zumindest so läuft das ja bei uns einigermaßen oder wir machen das so, ja, bei uns schon. Das wollte ich einfach nur sagen. Also wenn du sagst, du kommst da damit nicht hin, entweder du bist beruflich unterwegs, dann kostet es Geld, oder du bist privat unterwegs, dann kostet es kein Geld. Dann ist das, was du kriegst, kriegst du. So sehe ich das. Ja, aber eine Sache, weil du das so schön sagst, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der dein Haus oder deine Wohnung putzt, so, dann kannst du die Person bezahlen, oder wenn du eh schon bei Helfer bist, könntest du ja fragen. Das ist ja richtig. Also ich denke mal, wir leben ja in der Gemeinschaft oder wir haben eine Gemeinschaft, wir bekommen unseren geschützten Raum zur Verfügung gestellt und dann müssen wir, die Gemeinschaft muss halt sehen, dass der in Ordnung gehalten wird, weil das kann ja nicht nur auf einer oder auf dem Besitzer lasten. Ja? Also mit Putzen, mit Reinigen, mit das. Und wir haben ja jetzt demnächst wieder eine größere Veranstaltung anstehen. Ab Sonntag laufen dann im Vorfeld die Planungen und da werden einfach Leute eingeteilt, die dann, ihr müsst jetzt damit planen und ihr müsst dann da sein, ihr müsst das dann erarbeiten, ja. Also, sonst funktioniert das ja Ganze gar nicht. Das ist wie jeder Verein, den wir von früher vom Dorf her kennen. Also, das ist nur mal so in den Raum gestellt. Ja, vielen Dank und schöne Grüße an die Dame und den Herrn des Hauses. Wir sagen aber keine Namen hier. So. Gerne, gerne, gerne. Super. Ja, ich würde es fast eigentlich nur wiederholen, denselben Punkt. Deswegen habe ich meine Hand auch wieder runtergenommen, den keine Namen gerade gesagt hat. Das eine, De-Anonymisierung. Geld ist was absolut Anonymes. Und genau meine persönliche Zielvorstellung auch so für die Gruppe ist, genau, dass wenn, sagen wir mal jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, du da irgendwie Coaching machst mit 10 Personen und dass dann eben aber Personen auch aus dem Helferkreis sind, dass die Personen dann ganz alleine auch kommen und dann, na, wie geht's? Brauchst du was? So, das ist so meine Traumvorstellung, Zielvorstellung von dem Helfergedanken. Ja, genau das. Vielen, vielen Dank. Danke für die Anregung. Das ist auch ganz wichtig. So, dann war noch eine Frage, die im Hintergrund stattgefunden hat. Bitte sehr. Genau, es geht nichts verloren. Ich lese es vor. Es gibt eine Stadt mit mehreren Ortsteilgruppen und Themengruppen. Die einzelnen Ortsteilgruppen handhaben den Umgang mit Geld zum Teil unterschiedlich. Sprich, manche erlauben es, in Anführungszeichen Spenden anzunehmen. Punkt. Probleme entstehen, wenn Helfer aus verschiedenen Ortsteilgruppen aufeinandertreffen, zum Beispiel in Themengruppen. Nun überlegt der Moderatorenkreis eine stadtweite Regelung über den Umgang mit Spenden, über eine Abstimmung aller Mitglieder zu machen, die dann für alle Ortsteilgruppen und insbesondere Themengruppen gelten soll. Wie sind deine Gedanken dazu?
Also, ich halte nicht viel davon, wenn von oben diktiert wird, was unten gemacht werden soll. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt Menschen, die partout irgendwas nicht wollen und die haben ihre Gründe dafür. Wir haben uns hier bei Helfer zusammengefunden mit einem Mindestmaß an Übereinstimmung und das ist, dass wir eine geldlose Gesellschaft, die miteinander arbeitet, die Vertrauen aufbaut und die sich kennenlernt. So, die dezentral arbeitet, so dass wir wirklich die Möglichkeiten haben, auch diverse Sichtweisen auch auszuleben, ohne dass wir unbedingt in irgendwas hineingepresst werden müssen. So, aus diesem Grund ist es so, dass wir sagen, dass jede Gruppe, auch Themengruppen, selbst entscheiden dürfen, wie das funktioniert oder nicht. Hat eine bestimmte Regelung stattgefunden innerhalb einer Gruppe, ist es so, dass diese Gruppe diese Regeln gerne aufschreiben kann. Ihr wisst ja, die vierte Regel, ne? Einmal erklären, was die Regel bedeutet oder warum sie erstellt wurde, dann, was sie nicht bedeuten soll, dann ein Start- und ein Enddatum. Sollte das Enddatum überschritten sein, wird diese Regel gelöscht. Und man braucht sie nicht, wird sie gelöscht. Brauchen wir sie noch, wird nochmal geguckt, ob das aktualisiert wird und danach wird neues Enddatum gemacht. Jede Gruppe hat also die Möglichkeit, eine eigene Regeln aufzustellen. Andere Gruppen dazu zu zwingen, diese Regeln umzusetzen, würde bedeuten, dass die Gruppen nicht mehr frei sind. Und dieses nicht mehr frei sein würde bedeuten, dass sie eben nicht mehr frei sind. Naja, ich dachte, das hätte ich gesagt. Egal. Wir wollen aber frei sein. Wir wollen nicht mehr unterdrückt werden, auch nicht von der Größendings. Das heißt, wir sollten eine Regelung finden, mit der alle Menschen klarkommen. Wenn eine Gruppe sagt, nö, wir nehmen keine Spenden an oder keine Schenkungen und die andere Gruppe sagt, bei uns ist es okay, dann ist es bei der einen Gruppe okay und bei der anderen nicht. So, da hat keiner, der in der Gruppe irgendwas zu sagen hat, kann sagen, nö, aber ich will. Dann sagt man, ja gut, dann geh doch in die andere Gruppe, die es nicht will. Oder die es will. Du bist ja frei. Aber eine komplette, viele Gruppen, denen zu sagen, was sie zu tun hat, würde bedeuten, dass wir allen unter die Diktatur stellen, ihr seid nicht frei. Dasselbe gilt nebenbei auch für Moderatoren. Wenn die Moderatoren sagen, ihr müsst und ihr wollt es nicht, seid ihr genauso frei, das nicht zu tun. Nicht die Moderatoren haben das Sagen, was ihr zu tun habt, sondern ihr seid frei. Und das muss euch ganz klar sein. Jeder Mensch ist frei. Es ist ganz wichtig. Und dann, wir haben die Regeln auch erweitert, das sind nicht nur vier Regeln, das sind 4+1 Regeln. Die plus eins heißt, habt Spaß. Habt ihr keinen Spaß, ist irgendwas falsch. Also, was wir versuchen ist, wir versuchen neu nachzudenken. Und bitte, das ist ganz wichtig, dass wir das übernehmen. Und das bitte nicht übernehmen, weil ihr das Kell gesagt hat, sondern bitte übernehmen, weil es Sinn macht. Es geht nur darum, dass es Sinn macht. Es geht nicht darum, dass man irgendwas, weil irgendeiner das erzählt hat, gemacht wird. Das ist ganz wichtig. So, also, um nochmal zurückzukommen. Jetzt gibt's eine große Gruppe von Leuten. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich sage jetzt einfach mal, das ist Köln. Köln hat mehrere Gruppen. Auch wenn das nicht Köln ist, das ist mir ganz egal. Wir sagen jetzt, es ist Köln. Köln hat 7 Gruppen. Auch wenn die mehr haben, ist mir auch egal. Köln hat, nee, sagen wir 5 Gruppen, ist einfacher zu sagen. Jetzt sagen 3 Gruppen, bei uns darf man Spenden angeben, also machen. 2 Gruppen sagen, wir möchten es nicht. Dann haben diese 2 Gruppen die Möglichkeit, so zu sagen, nee, bei uns gibt es keine Spendenaufrufe. Das muss man auch akzeptieren. Und die 3 Gruppen dürfen gerne Spendenaufrufe machen. Jetzt möchte man eine einheitliche Regelung dafür finden. Da sagt man nicht von oben, ihr müsst. Da geht man hin und sagt, in der regionalen Gruppe. Das heißt, die Gruppe, die die 5 Gruppen also verbindet miteinander. Da kann man eine Umfrage stellen und sagen, okay, wollt ihr, dass man in der regionalen Gruppe dass man da Spenden mitnimmt oder nicht. Und da kann man entscheiden, ja oder nein. Jetzt möchte die Mehrheit, dass Spenden angenommen wird. Ist okay? Dann ist das so. Und jetzt kommt's. Sind da Leute drin, die es nicht wollen, können die sagen, okay, wir treten da aus und wir machen eine andere Art von Dings. Also wenn es jetzt 1-2 sind, macht es keinen Sinn. Aber wenn es 50% sind, macht es Sinn. Und dann müssen wir gucken, dass wir eine Regelung finden. Vielleicht unter welchen Umständen oder. Es ist wichtig, dass ihr für eure Gruppe, in der ihr drin seid, eine Regelung findet. Aber es ist auch wichtig, dass ihr die
Meinung der anderen Leute akzeptiert. Das heißt, wir brauchen eine Balance, wie immer. Und wir haben gesehen, was passieren kann, wenn man möchte, dass alle einer Meinung sind. Denn wenn man das schafft, dass alle Menschen eine Meinung haben, dann nennt man das Faschismus. Und wir wollen keinen Faschismus. Wir sind ganz klar gegen Faschismus. Das nur mal so. Zusammenfassend zu diesem Thema würde ich sagen, Geld spielt auch bei Helfern eine Rolle, natürlich. Auch wenn wir das Geld erstmal abschaffen wollen, es liegt nicht an uns, es liegt an der Gesellschaft und wir wollen keine Spaltung, wir wollen ein Miteinander erreichen. Um dieses Miteinander zu erreichen, bieten wir Brücken an und wir bieten die Hand an, dass wir ganz fair und anständig und ganz legal miteinander und zusammenarbeiten. Denn eins ist uns ganz wichtig. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Und deswegen bitte ich euch alle, lasst uns Frieden schaffen und lasst uns alle zusammenhalten. Aber lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, ich wünsche allen Leuten viel Spaß noch, einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche bei Frag den Kell. Danke sehr. Helfer engagieren sich liebevoll für andere.